Hallo ihr Lieben, heute gibt es mein Update zu meinen oder das Finale zu meinen Projekten, die jetzt dieses Jahr noch gelaufen sind. Wir haben heute den 31.12. Das bedeutet, ich habe mich jetzt das letzte Mal geschminkt und ja, auch ein bisschen mehr, weil heute Abend gibt es halt eine Silvesterfeier und ich wollte für euch drehen und hübsch aussehen. Hat man ja auch manchmal. Auf jeden Fall gibt es jetzt das Finale meines Project Six Hard to Pen, das ich zusammen mit der lieben Elisa und der süßen Vanessa spiele. Da haben wir uns 6 Produkte rausgesucht, die wir bis zum Ende des Jahres leer machen wollten. Start des Projektes war der 1.2. genau. Wie immer habe ich als Werkzeug meine Escher Taschenwaage in Gebrauch, die 2 Stellen nach dem Komma misst. Inzwischen sieht sie schon ganz schön abgegrabbelt aus, funktioniert aber nach wie vor einwandfrei. Verlinke ich euch in die Infobox, wenn ihr für euch selbst Projekte startet, weil die scheißen billig ist. Und ich habe die jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, und seitdem noch nicht einmal die Batterie wechseln müssen. Das kann natürlich auch an der guten Batterie liegen, nicht unbedingt an dem Gerät, aber es sind auch die Originalbatterien drin. Das ist schon ein Knaller. Ja, auf jeden Fall ist die echt klasse und ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich euch das sage. Und das andere Projekt ist das Projekt 8 in 8. Da haben wir uns 8 Produkte rausgesucht, die wir in den 8 Wochen vor Weihnachten oder bis in den 8 Jahren vor Jahresende noch bis zum Jahresende platt machen wollten. Erstens, um sie nicht mehr mit in der Inventur zu haben im neuen Jahr. Und zweitens ist schon so, dass ich die Produkte oder einen Teil der Produkte, zeige ich euch gleich, natürlich auch gerne ausgiebig testen wollte, um euch ein vernünftiges Testergebnis zu nennen. Und dafür ist es natürlich besonders gut, wenn man sich dann selbst zur Aufgabe macht, das Produkt dann auch wirklich täglich zu benutzen, um es erstens leer zu bekommen und zweitens natürlich auch auf Herz und Nieren zu testen, prüfen. Genau, also ich habe mir wie immer meine Escher Taschenwaage genommen und mein Beautybuch und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Six Hard to Pen, weil es auch das erste Projekt ist, das wir dieses Jahr, was ich dieses Jahr angegangen bin. Und natürlich verlinke ich euch die beiden Mädels, mit denen ich die Projekte begonnen habe bzw. gespielt habe, in die Infobox. In meinem Project Six Hard to Pen mit Elisa und Vanessa hatte ich den Wet n Wild Brûlé. Das war ein Lidschatten von Wet n Wild, den ich jetzt nicht mehr in meiner Sammlung habe und das finde ich großartig. Der war schön, aber ich möchte Wet n Wild nicht mehr unterstützen. Der war mit 2 oder 3 Anwendungen ins Projekt gestartet und ist dann auch leer geworden. Tatsächlich auch erst im November. Also es hat sehr lange gedauert, weil hier ist natürlich auch ordentlich Produkt drin. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch steht irgendwo. 1,7 Gramm klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber für einen Lidschatten ist das schon nicht so wenig. Zumal ich auch mittlerweile nicht mehr so ein Lidschatten-Setter-Mensch bin. Der ist gestartet mit 9,69 Gramm und hatte jetzt zum Schluss noch 8,06 Gramm. Genau, das ist leer oder der ist leer. Dann hatte ich ursprünglich ins Projekt einen Lippenstift mit reingenommen, dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich den nicht benutzen mag, weil er mir einfach nicht so gut gefällt. Und ich habe den dann ausgetauscht gegen diesen Lipgloss, bei dem es aussieht, als wäre hier unten noch unheimlich viel Produkt drin. Es ist sicherlich auch noch ein bisschen was drin, aber ich komme einfach nicht dran. Ist ja jetzt aufgebraucht. Er ist ins Projekt gestartet mit 14,37 Gramm und hatte jetzt, wo ich ihn aufgebraucht genannt habe, 9,09 Gramm. Also das ist gut was weg. Milani Luminoso ist mein absoluter Lieblingsblush auf der Welt. Milani ist tierversuchsfrei. Hier ist das komplette Ding aufgebraucht. Der ist gestartet mit 41,08 Gramm und hat jetzt noch 39,22 Gramm. Ich habe den so, so oft benutzt. Der ist im September leer gegangen. Und trotzdem hat es so irrsinnig lange gedauert, nicht mal 2 Gramm aufzubrauchen. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und ursprünglich waren es 3,5 Gramm. Also hier, der war schon gut benutzt, aber natürlich noch sehr, sehr viel Produkt drin. Es hat sehr lange gedauert. Also Blush. Bei Blush überlege ich tatsächlich 10-mal, ob ich mir einen neuen kaufe, bin ich ja ehrlich. Dann haben wir noch den Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Der ist gestartet mit 81,22 Gramm und der war relativ einfach aufzubrauchen. Hätte ich nicht gedacht. Der ist mit 81,22 Gramm gestartet und war dann schon im September mit 72,75 Gramm leer. Das bedeutet, das waren dann irgendwie um die 9 Gramm, die ich hier aufgebraucht habe, 8,5 bis 9 Gramm. Ursprünglich waren hier drin 8 Gramm. Das heißt, der ist auch wirklich ziemlich voll gestartet. Hier hat man wirklich noch die komplette Schrift gesehen. Ich liebe ihn und vermisse ihn total. Also ich glaube, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich schenke dir den Milk Chocolate Soleil und dafür nehme ich 2 oder 3 deiner anderen Bronzer mit, wäre okay für mich.
Ich möchte jetzt aber trotzdem erstmal noch ein Pennen bzw. ein Hit the Pen erreichen, bevor ich mir einen neuen kaufe. Der war einfach so schön, der ist sehr leicht, der ist gut pigmentiert, aber halt sehr hell. Das bedeutet, ich overbronze nicht so schnell. Ich habe den sehr, sehr gemocht und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ihn von Christian geschenkt bekommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er ist auf jeden Fall total toll. Ich fand ihn früher ursprünglich eigentlich mal zu hell und habe ihn deswegen nicht kaufen wollen. Mir ist aber inzwischen aufgefallen, dass mir der normale Chocolate Soleil eigentlich zu dunkel ist und deswegen ja. Ich mochte ihn, aber er ist leer. Und wie gesagt, auch schon einige Monate. Und das letzte Produkt, das ich aufgebraucht habe, ist von Inglot, der Nagellack. Der ist auch ziemlich voll gestartet mit 45,58 Gramm und hatte jetzt zum Schluss noch 38,48 Gramm. Also den hatte ich vorher 4-5 Mal benutzt. Und das ging auch sehr schnell. Das bedeutet, eigentlich hätte der in dieses Projekt gar nicht mit hineingedurft, weil er war nicht schwer leer zu machen. Mit 45,58, 38,48 Gramm, ja 7 Gramm ungefähr. Hier ist auch viel drin. Das habe ich aber leider überschmiert und kann es nicht mehr sehen. Ich glaube 10 Milliliter oder so, ich bin mir nicht sicher. Also ist schon eine Menge drin. Mochte ich sehr, aber ich würde mir keinen Inglot-Lacke mehr kaufen, weil mir aufgefallen ist, sobald, also sie sind total schön, so bis man ungefähr die Hälfte erreicht hat und danach wird der so zäh. Und wenn man ihn verdünnt, trocknet er nicht mehr richtig und chippt total schnell. Genau, das ist halt sehr schade dafür, dass es so ein teurer Lack ist. Und das bedeutet, ich habe 5 von 6 Produkten leer gemacht und zeige euch jetzt das Produkt, das ich nicht geschafft habe. Und zwar handelt es sich um den Becker Moonstone Flüssig-Highlighter. Ein tolles, tolles Produkt, bei dem ich jetzt auch nicht total messy sein wollte und das Produkt auf Teufel komm raus leer machen, weil ich es halt total gerne mag. Es sieht jetzt aus, als wäre noch unheimlich viel drin. Ich weiß nicht, warum das vom Rand nicht runtergeht, aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen... hin und her putze, sieht man das ungefähr nur noch. Also es ist nicht mehr viel drin. Hier unten noch so ein ganz kleines bisschen. Aber am Rand ist natürlich auch noch was. Ich weiß nicht, ob ich das rausbekommen werde. Vielleicht mit einem Spatel. So einen Spatel wollte ich mir immer schon mal anschaffen. Der ist gestartet mit 69,62 Gramm. Und er ist jetzt mit 47,62 Gramm. Habe ich über 20 Gramm aufgebraucht. Aber wie gesagt, es ist immer noch eine ganze Menge enthalten. Ich kann mich sicherlich noch 1 bis 2 Monate damit schminken und ich freue mich auch drüber, dass ich den noch habe. Ich würde mir den in der großen Flasche nicht nochmal kaufen. Nicht, weil ich die Verpackung nicht mag, die mag ich schon, wobei der Deckel ist irgendwann gebrochen und ist halt nicht so richtig befriedigend und man kommt halt auch an die Ränder nicht dran. Das ist halt auch irgendwie doof. Deswegen würde ich wahrscheinlich wieder zu einer Tube tendieren. Das ist ein bisschen, das hier ist übrigens auch Plastik, ne? Nicht, dass ihr meint, ich würde damit die Umwelt schonen, wenn ich die großen Flaschen nehme. So ist es nicht. Ich würde mir den nachkaufen, definitiv, aber dann in der Tube. Und ich brauche halt nicht diese 50 Milliliter, die hier, glaube ich, enthalten sind. Genau. Fazit des Projektes ist, dass ich 1 von 6 Produkten nicht geschafft habe. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und ich bin mega gespannt, was meine Mädels so erreicht haben. Kommen wir zu meinem Projekt 8 in 8. Hier habe ich die leeren Verpackungen nicht aufgehoben, beziehungsweise vielleicht auch doch teilweise, aber genau. Ich hatte in diesem Projekt den Catrice Metal Sensation Lidschatten. Das ist so ein sehr cremiges Produkt. Der ist gestartet mit 17,67 Gramm und hat jetzt noch 16,29 Gramm. Das heißt, ich habe 1,5 Gramm, 1,4 Gramm aufgebraucht. Das war sehr, sehr viel. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, wenn man da reingeht, den Rest dann auf dem Tuch abputzt, der ist nicht schwer aufzubrauchen. Und ja, wäre ich da ein bisschen vorsichtiger gewesen, hätte er sicherlich auch noch einen Monat länger gehalten. Aber ich bin froh, dass er jetzt leer ist und ich würde ihn mir auch nicht nachkaufen, weil die auf meinen öligen Augenlidern leider nicht so gut halten. Im Projekt war außerdem ein Essence Lip Liner, der ist in meiner aufgebrauchten dekorative Kosmetikbox. Der war schon beim letzten Update leer, mit 2,12 Gramm gestartet, mit 1,72 Gramm aus dem Projekt raus. Der Becker Primer, der hatte zum Start 61,34 Gramm, beim ersten Update 55,44 Gramm und jetzt beim Finale 48,52 Gramm. Er ist leer, ich habe ihn natürlich mit Pumphub und so weiter gewogen. Ich habe den aufgemacht, auf den Kopf gestellt, das Produkt reinlaufen lassen und dann daraus den Primer genommen. Auch den würde ich mir nicht mehr kaufen. Ich mochte den mal total gerne, aber meine Haut hat sich ein bisschen verändert und deswegen
ist es nicht mehr so mein Lieblingsteil. Das Happy Buddha Spray habe ich auch nicht mehr hier, ist in meiner dekorativ aufgebrauchten Kosmetikbox, ist mit 152,23 Gramm gestartet und hatte dann zum Filane im letzten Monat schon 129,74 Gramm. Dann hatte ich noch mit drin von Happy Buddha die Body Cream, die habe ich jetzt auch diesen Monat aufgebraucht, ist mit 80,63 Gramm gestartet und hat jetzt noch 22,79 Gramm, also ist auch alles leer. Alles rausgedrückt, was ging, und da die Verpackung so leicht ist, braucht man es auch nicht aufschneiden. Man kriegt wirklich alles raus. Dann hatte ich mit drin von Rituals den Cleansing Foam. Bin ich auch froh, dass es leer ist. Hat meine Haut nicht so gut getan. Und was ich auch aufgebraucht habe, sind von Skin 689 einmal die Décolleté und Neck Cream und einmal die Anti-Zellulite Creme. Das ist diese hier. Die ist gestartet mit 217 Gramm und hat jetzt im leeren Zustand 124,64 Gramm. Und die Décolleté und Neck Firming Cream hatte zum Start 120,05 Gramm und hat jetzt zum Finale, wo sie aufgebraucht ist, 75,34 Gramm. Also das habe ich alles geschafft. Und zu den Skin 689 Produkten werde ich definitiv ein separates Review-Video machen, weil ich finde, dass sie es verdient haben. Auch das Projekt 8 in 8 hat sich total gelohnt. Und jetzt schaut auf jeden Fall bei meinen Mädels vorbei. Abonniert sie, wenn die Videos werden nicht so schnell, vielleicht nicht so schnell online gehen wie dieses hier. Ich wollte es jetzt einfach abschließen, damit ich den Kram auch entsorgen kann, weil ich ungern Müll mit ins neue Jahr nehme, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, wie eure Projekte gelaufen sind. Ich bin da immer sehr neugierig. Und ansonsten sage ich Tschüssi, rutscht ins gute Jahr. Wenn ihr das Video seht, ist schon neues Jahr, also quasi frohes neues Jahr. Und ja, im nächsten Jahr startet dann mein Rolling Project Pen, Hashtag PendingSisters. Wer das Video nicht gesehen hat, schaut hier einfach mal in das Video rein. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr vorbeischaut und euch euren Kommentar da lasst. Da mal was. Und jetzt sage ich Tschüssi und bis bald. Ciao.